Hallo, Hallöchen. Ich habe bestellt und zwar bei The One with the Diamond Art. Und da habe ich ein tolles Bild gesehen. Das wollte ich unbedingt als Verlosungsbild haben für ein Event, was ich auf dem Discord hier Welt der Hobbys mache. Und das gucken wir uns jetzt an. Und dann erzähle ich euch ein bisschen was zum Event. So, The One with the Diamond Art. Ich habe bei der Firma angefragt wegen einem Rabattcode. Und die haben mir dann gesagt, ich soll hier Insta10 einfach nehmen. Dann wissen die, dass ihr von mir kommt. Bin gespannt. ihr kriegt da 10% Rabatt, wenn ihr den Code Insta10 benutzt. Und ihr könnt quasi. Was will ich sagen? Achso, wenn die da ein Beschreibungsfeld haben oder so, könnt ihr vielleicht sagen, dass ihr von mir kommt, dann wissen die, dass ihr von mir kommt. Und ansonsten gucken wir uns jetzt an, was ich bestellt habe. Wir haben einmal hier eine kleine Dankeskarte, die so sehr hübsch glitzert. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wenn meine Kamera jetzt noch scharf schalten würde. Die Kamera ist immer so ein bisschen krampfig. Ja, auf jeden Fall ist da das Logo drauf. Thanks from Mac and Katie. Und dann nochmal, dass sie eine Facebook-Page haben. Und das war's. Dann gucken wir uns jetzt das Bild an, was ich bestellt habe. Ich finde es sehr hübsch. Und zwar ist das dieses Motiv hier. Oh, ihr könnt das gar nicht richtig sehen. Das ist. Genau. Das ist so ein Herz mit Regenbogen und Puzzle außenrum. Ich fand das so schön. Ich habe das gesehen und dachte, oh, das muss ich haben. Nicht für mich, sondern als Verlosungsbild. Weil wir haben nämlich aktuell ein Gewinnspiel oder eine Verlosung. Und dafür müsst ihr quasi Projekte machen, egal was für ein Hobby, was für ein Projekt, das ist scheißegal. Ihr könnt basteln, ihr könnt malen, ihr könnt Diamond Painting machen, ihr könnt Kreuzstich machen, alles. Alles ist erlaubt, solange es eben zu dem Event passt. Und das Event heißt Pride Month. Da geht es halt darum, die LGBTQ und viele weitere Buchstaben, die LGBTQ-Community zu unterstützen. Seid mir bitte nicht böse, dass ich nicht alle Buchstaben auswendig kenne. Ich zähle mich da nicht rein, aber deswegen will ich sie trotzdem unterstützen. Und einfach um darauf aufmerksam zu machen, machen wir ein Event mit dem Pride Month. Und da ist es eben quasi erlaubt, dann Projekte zu machen in diesen verschiedenen Farbkombinationen, die einzelnen Buchstaben, die einzelnen Grüppchen repräsentieren. Und genau, da ist man dann völlig frei in der Gestaltung, in der, was man machen möchte, wie man es umsetzen möchte und so weiter. Hauptsache, diese Farbkombinationen sind da irgendwie drauf zu erkennen. Ich versuche hier gerade nebenbei die Luftblasen rauszudrücken. genau, mitmachen kann jeder, der über 18 ist und wer auf dem Discord ist. Genau, ich würde mich freuen, wenn ihr da mitmacht. Dieses Bild ist einer der Gewinne. Und dann gibt es noch ein Kreuzstichbild, das zeige ich euch dann gegen Ende irgendwie. Beziehungsweise auf dem Discord ist es halt schon gezeigt worden. Ihr könnt auch auf dem Discord gucken, wenn ihr neugierig seid. Ich finde das Bild hier sehr hübsch. Wir haben hier eine flauschige Leinwand. Könnt ihr sehen, ne? Eine flauschige Leinwand. Das Bild selbst hat 50 mal 50 Zentimeter, also ist wirklich groß. 46 Farben. Keine Sonderfarben, aber dafür Harzsteinchen. Ich zeige dir euch mal so.
Das ist halt wirklich toll. Das sieht richtig, richtig gut aus. Sehr, sehr viel weiß, weil der Hintergrund hier komplett weiß ist, ne? Okay. Dann ist hier eine Papierlegende dabei. Die hole ich jetzt aber nicht raus. Richtig viele tolle Farben. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und es ist ein Toolkit-Set dabei. Und das gucken wir uns jetzt noch an. Einmal ein ganz normales Standardschiffchen, dann ein normaler Stift mit einem Squishy, Flummi, wie auch immer ihr das nennen wollt. Einfach Fingerschoner. Ne? Damit kann man dann schön painten. Dann sind dabei weitere Aufsätze. Also wir haben einmal den 1er Aufsetzer, dann so ein 3er, das ist übrigens mein Lieblings-Mehrfach-Aufsetzer. Dann ist das hier wahrscheinlich ein 7er und ein 9er. Na, da kann man richtig, richtig schön painten. Der 9er ist vielleicht perfekt für den weißen Hintergrund. Dann ist dabei eine Pinzette, die ist recht stabil. Ja, die ist okay. Die reicht für die Steinchen. Dann ist dabei Wachs, das braucht man, um zu painten. Also man tut den Stift quasi in das Wachs reinstechen, dass ein bisschen Wachs im Stift ist und dann kann man schön painten. Das geht auch mit dem Mehrfachaufsetzer, ne? Einfach reinstechen und dann kann man schön painten. Vergesst nicht, auf dem Wachs drauf ist noch so eine Schutzfolie immer. Zeige ich euch ganz kurz. Die müsst ihr natürlich vorher abziehen, sonst könnt ihr das Wachs da nicht in den Stift reinstechen. So. Dann haben wir ein Washi-Tape. Ein sehr süßes. Wenn ihr nicht wisst, für was ihr Washi-Tape verwenden könnt, ihr könnt es verwenden, um Grußkarten zu machen. Ihr könnt es verwenden, um um Scrapbooking, mir hat das Wort gefehlt, Scrapbooking zu machen, aber die Diamond Painter, die nutzen Washi Tape dafür, um am Rand, also hier am Rand von dem Diamond Painting Bild, da ist ja oft, dass die Klebefläche ein bisschen über das letzte Steinchen geht und da wird dann das Washi Tape quasi draufgeklebt, damit es halt nicht dreckig wird. Oder die teilen sich damit Abschnitte ein, was sie gerade painten möchten. Oder so Sachen. Genau. Deswegen ist es ganz praktisch, dass hier Washi-Tape dabei ist. Da hat man wirklich alles, was man für den Start braucht, direkt hier drin. Wie gesagt, dieses Bild könnt ihr gewinnen. Und zwar, wenn ihr auf den Discord kommt und bei dem Pride Month Event mitmacht. So, ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist von der Firma The One with the Diamond Art und ihr könnt 10% Rabatt erhalten, wenn ihr Insta10 eingibt. Ich schreibe unten in die Beschreibung den Link zu diesem Bild hier rein. Und also falls das jemand von euch haben möchte. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr da drin stöbert und den Rabattcode verwendet. Also dann, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video oder auf dem Discord. Discord ist komplett kostenlos. Kommt einfach drauf, macht mit bei den Events und sahnt ab und habt Spaß. Lernt neue Leute kennen. Dafür ist Discord da. Hier ist der Link. Einfach den Link im Browser eingeben und alles weitere klappt. Ganz easy peasy. Einen Account müsst ihr halt erstellen. Benutzername, Passwort und das war's. Dann bis bald. Bye bye.